Hessen! Hallo! Hallo! Ja, du hast schon wieder Hunger, aber klar. Hallo Björdi Boy! Hallo Leute! Hallo Wolfgang! Hallo! Urlaub wieder zurück, ne? Kalt hier. Also. Kalt hier. Nicht weinen, der ist noch da, der lebt noch. Ja, wir sind auf dem Weg zur S-Motorshow, ne? War ich jetzt schon, ich glaube, ich war auch schon 4 Jahre nicht da. Ja, ich länger. Oder 3. Letztes Mal mit dir, ne? Ja. Guck mal, das auch schon. Aber ich glaube, es war dasselbe Jahr, wo wir da waren. Entweder wart ihr noch ein Jahr früher. 2016. Ja, ich auch. Meine ich. 2016 war ja der letzte. Ja. Boah. Oder war das 19? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall schon wesentlich länger her als gedacht. Ja, und diesmal sind ein paar coole Sachen dabei. Also jedes Jahr hinfahren, ich weiß nicht. Ich glaube, das lohnt sich schon. Also diesmal auf jeden Fall, weil sind ein paar coole Sachen bei, die ich auf jeden Fall sehen will. Ja. Ihr auch, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Ja? Habt ihr Favoriten, was ihr sehen wollt? Du? Ich bin einfach gucken. Also ich habe zwei Sachen. Der Golf von JP. Ja. Der interessiert mich. Also alleine so die Technik und sowas dahinter alles. Ja. Obwohl ich das Projekt gar nicht so verfolgt habe. Das ist halt der Punkt. Aber trotzdem würde mich das interessieren. Und von Night Ride halt. Das komische Moped-Auto-Ding da. Ja. Okay, hab ich eben schon gesagt. Ja, Nobby sein S15 steht auch da. Der ist auch da aufgesehen. Genau, ja, das wäre auch ganz cool zu sehen. Und halt die ganzen Hersteller, mit denen ich auch zusammenarbeite. Ne? Ravenol zum Beispiel ist da, ne? Ja. Die zum Beispiel. Stahlwerk auch. Auf jeden Fall gucken wir uns das an. Ja, wir werden schon das eine oder andere finden, ne, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall. Wie lange haben wir denn noch? 8 Minuten. Einen wunderschönen Leute. Für die kalte Jahreszeit haben wir ein bisschen vorgesorgt. Ihr kennt ja unser Special Design vom E30. Dafür haben wir einen coolen Pulli gemacht. Und der sieht so aus. Ist das nicht cool? Richtig geiles Design. Hochwertiger Digitaldruck. Ich feiere das. Und das ist das Auto. Das ist das Auto. Das Auto, Leute. Und was noch viel cooler ist, wir haben nicht nur den E30 gemacht, sondern auch unseren T3-Bus. Und zwar erstens als T-Shirt. Richtig cool, könnt ihr euch angucken. Ebenfalls in hochwertigem Digitaldruck. Das ist richtig gut geworden, auch übelst detailliert. Und das ist auch unser Bus hier. Es ist unser Bus. Ist das geil oder ist das geil? Dazu natürlich für die Winterzeit auch den geilen Pulli. Damit euch nicht kalt wird. Denkt dran, jedes Shirt, was ihr kauft, egal ob es für den Bus ist oder für den 30, wir werden natürlich auch noch weitermachen. Der Pickup kommt auch dran. Aber jedes Shirt, was ihr holt, kommt dem Projekt zugute. Also, schlaft nicht, holt euch euer Shirt oder Pulli. Wo sind wir? Ja, ich hätte mich gar nicht für das Logo. So, Wolfgang? Die darfst du bestimmt nicht schmeißen. Sandschreibmaschine, Björn? Ja, ich sehe mich da. Siehst du dich da? Hier. Oh. Spiegel voll. Ja. Ich habe die ganze Zeit eins gesucht. Aber das ist, wie groß ist das? Also der Axtträger geht da rein, ne? Hauptsache erster Stand, direkt mal bei den besten Leuten. Direkt am Oh, das fühle ich ja sowas von, ne? Was denn? Da ist schon ein komischer Kasten unten drunter. Elektro. Das ist cool, ey. Was ich feiere, ist halt, dass das alles auslackiert ist. Ja. Richtig geil ist. Gefällt mir. Volvo generell ist mega, ne? Also, falls ihr das nicht seht, oder? Ja. Wie unser Neuer, ne? Ja, der Profi guckt jetzt bei Audi. Was sagst du? T3? Ja. Der da hinten gefällt mir.
Ah, ich sehe das halt. Die Technik ist ja schon geil, ne? Da wollen wir nicht drüber reden, ne? Und nichts auch schön gemacht, einfach nur das. Ja, machen. Einfach nur das funktioniert, genau. Oh, die schweifen hier da hinten von dem Rohr. Ja, ich hätte es vielleicht nicht besser gemacht. Vielleicht muss das. Guck ich das mal an. Was? Ja, wegen Nachhaltigkeit, ja. Ich würde gerne wissen, was deine Leistung macht, ne? Also 50 Block? Mit 20. Ah, 20? Das ist krass. Ja, allein durch das Bioethanol, ne? 75 Turbo. Ja, überleg mal, das ist Non-Turbo. 1100 Kilo. Ja, Non-Turbo. Was du rausholen kannst, ne? Das ist der Wahnsinn. Hier könnt ihr QR-Code scannen. Jetzt Pause. Könnt ihr euch das angucken. Voll geil. Auch der Lende, das Carbon-Ansaugding, so geil, die Box. Krass, ey. Ein Schiff da, den habe ich auch mal rausgesucht. Zwei sehr verschiedene von. Das ist richtig geil. Und wir haben hier unser neues Auto gefunden. Mein neues altes Auto. Was ist das genau für eine? Polo 6N. Polo 6N? 16V. Ich finde es halt wirklich, was die machen innen halt ordentlich, ne? Das muss ich eigentlich auch mal machen bei mir. Im Drifter, ne? Dass wir alles ordentlich machen, auch hinten. Und neu lackieren. Ja. Also, guck mal, das ist Sprit. Sprit halt. Ja, der ist cool gemacht, ey. Guck mal. Hallo. Aber ist halt echt die Frage, ne? Was? Wenn man von Werk aus getönte Scheiben hat und man möchte noch was dunkler haben, ja. Nimmt man dann komplett dunkel oder etwas leichter? Ich glaube, das ist einfach Geschmackssache. Ist Geschmackssache, glaube ich. Habt ihr da Erfahrung mit? Ich glaube, das ist Geschmackssache. Ich habe das noch nie so gemacht. Sollt ihr jetzt in die Kommentare schreiben? Ja. Ja? Ja. Einmal in die Kommentare. Ja. Mal gucken, ob du sie auch liest. Ich lese die dann. Ja, bin ich ja mal gespannt. Hallo! Das Ding ist, ich habe so das doofe Gefühl, dass wenn da fällt ja die ganze Zeit Scheiße zwischendurch. Richtig. Und ich finde das an sich ganz cool. Du kannst die Dinger herausnehmen, einzeln, du kannst das sauber machen und so weiter. Ich weiß nicht, die ganze Halle, weißt du, wie viel Feuer das wäre? Du musst ja nicht die ganze Halle auch da. Ja, aber das wäre auch scheiße, wenn du nicht die ganze Halle machst. Jetzt mal ganz ehrlich, Alter. Ich finde es aber trotzdem halt cool. Allein generell so der ganze Boden an sich ist mega nice. Wir können mal fragen, frag mal, frag mal. Darf ich reinsitzen? Geil, ey. Hä, ist aber eigentlich cool. Du hast ja voll Platz, Alter. Guck mal, so scheiße sieht das hier gar nicht aus. Da könnte ja sogar fast ich sitzen, Alter. Überleg mal, das kannst du mit 15 Jahren fahren. Mit 15? Wenn du damit an der Schule ankommst, du bist jetzt da. Digga, du bist der King, ey. Aber du darfst auch 15 fahren, die Karre. Ja, klar. Wie, ja klar. Auch 45 km/h. Ach so, stimmt, okay, das macht Sinn. Ja, genau so wie der auch. Die kostet auch nur mal eben 17.000. Nur mal so, eben. So ja, aber ey, von voller elektrisch. Fiat Abarth kriegst du für 12. Ja, also nicht Abarth, aber Fiat 500 kriegst du für 12. Ja, das ist auch noch Elektro, ja, ne? Ja klar, voller Elektro, ne? Ja, nee, du sollst tanken. Oh. Komm, warte, guck nach vorne mal. Komm mit. Alter, Tim, guck mal, der hat noch einen Anhänger. Ja, deswegen sag ich dir, das ist hey, das ist ja voll geil. Du fährst du auf der Landstraße 45. Ja. Mann, wie riesig das Ding ist. Alter. Da kannst du dritt nicht schlafen. So. Ja, ja, klar. Digga, das ist ja voll geil. Diesel? Diesel? Zylinder. 8 PS. Da sehe ich uns, Roadtrip. Turbolader und Abfahrt. Ja, ich bin mit meinem Arbeitskollegen rein. Echt? Ja. Lass mal eine Runde drehen. Ja, aber dann bist du zu zweit unterwegs, ne? Ja, wir schmeißen Björn einfach mit Ladefläche. Hey, du hast ja gesagt, man kann zu dritt drin schlafen. Der kommt viel mehr, da fährst du ein Auto, ne? Aber du hast doch einen Anhänger, nicht vergessen. Anhänger und kostet 18.
Für den voll geil. Der kostet 18k, Alter. So, wer sponsert? Du? Also, ja. Der Chef ist reich. Chef, gönn mal für Firma. Ja. Das ballert hart, vor allem mit den weißen Felgen, ey. Er wird auch geil aussehen mit minzfarbenen Felgen. Oder mit ist ja auch Vogtland, ne? Das oder so richtig knalliges Pink, so ein Candy. Ja, Mann. Was sagst du davon? Ja, die Front finde ich, weiß nicht, ist schwierig. Schwierig. Anderes. Ganz gut. Wow. Geil. Die Farbe ballert. Die ist cool. Das ist echt geil. Leder. So, der Kenner, sag was. Guck mal hier. Guter Mann. Wie kurz das alles ist. Ach, da ist Tutu drin. Ja, Tutu und guck mal, wie kurz der Abgang ist. Ich würde ja sagen, das ist ein bisschen laut. Vielleicht. Aber guck mal, gut, zählt der Ladegerät drin. Ja. Schon geil, ey. Wasserlader durch Kühler? Alter, not bad, ne? Aber die Front ist immer noch nicht so, ist eine Geschmackssache, ne? Ja, jetzt, wo du weißt, was drinsteckt, ja, sehe ich das besonders. Ach so, dann würdest du drüber hinwegsehen. Dann soll ich das TFC. So, da könnt ihr mal ein paar Leistungsdaten von dem Bus sehen. Ist nur Porsche Getriebe, nicht nur Porsche Motor, ne, Chef? Ja. Ja. Hat auch jeder gesehen. Hat jeder gesehen. Ja, klar. Jetzt hat man gerade ein gutes Argument gebracht. Wie hat das TÜV? Das ist ein übelster Knüppelbrecher. Oh ja. Wie hat das TÜV? Stimmt. Da wollte ich einfach drauf. Das ist mein Quad. Ach so, ja. Okay. Aber auch hier an der Seite. Ja. Die? Da läuft aber die gehen noch. Da rennt ja keiner gegen. Da müssen wir einen aussteigen. Ja, aber da hast du auf jeden Fall, da hast du Fuß gebrochen. Aber trotzdem finde ich den schön. Das sieht geil aus. Außer wie. Jetzt stell dir die Motorhaube ohne die Dinger. Ja, nur die Motorhaube ohne die Lüftungsschlitze. Wird sie noch was länger werden? Ja, genau. Finde ich besser, ja. Doch, der ist geil, ich mag den. Da hätte ich tatsächlich Angst. Der ist geil. Das haben die mega geil gemacht. Warum? Der hat doch genau diese richtigen Sitze. Ja. Das ist wie der Sitz, der bei mir war, wo du dich reingequetscht hast. Hallo! Fanboy! Ja! Oh, doch, der ist cool. Tim, deiner? Ja. Ich finde den hinter dir aber geil. Weißt du warum? Aber schwierig. Weißt du, wie es ist? Schwierig. Ja, okay. Aber schwierig. Seid ihr schwierig? Das ist geil. Immer noch keinen Schaltknauf. Ah, der Spoiler, ne? Ich war mal überlegen. Der Spoiler ist schon ein bisschen geil, ne? Das Rundherum ist ein schönes Auto. Ich habe das Video gesehen, wo die das Bodykit dran gemacht haben. Ja, wahrscheinlich. Das fand ich halt schon ziemlich cool. Das ist so ein China-M-Paket, glaube ich. Aber das sieht schon ziemlich gut aus. Ist das was wir geholt haben? Nein. Wir haben das EX-Kit geholt. Bei Max. Was übrigens nicht passt, by the way. Aber die Sitze, die sind schon ziemlich cool. Ja, die sind nice, ne? Ja. So nice. Und das Lenkrad. Ja, das will ich haben, Alter. Das will ich haben. Dasselbe Ergebnis, der Wagen ist eigentlich wirklich lila, aber der wirkt komplett blau auf dieser Kamera. Ja.
Bruder. Deine Stelle? Ja, das ist meine Stelle, ja. Das ist schon krass so. Ich will nicht wissen, wie viele Leute die Karosserie trotzdem anfassen. Ja, ja. Das Problem ist, wenn du anfasst, rostet das. Ja, ja. Hier nicht zu vergessen, Leute. Ganz wichtig. Der ist schon ziemlich geil. Der ist geil. Chapeau. Allein die Dings, Innenausstattung. Ja, das ist echt. Früher haben sie das weggeschmissen, weil es damals fest war. Und heute ist es mega geil. Auch das Holzlenker. Richtig geil. Alter, da kommt ja dieses Abendgefühl mir hoch. Ne? Ja. Ich will's haben. Ja, das willst du haben, weißt du? Ja, und da ist auch was du mitnehmen willst, ne? Welcher, der oder der? Ja. Oder der? Der. Ivo? Ja, den bin ich. Der R34 ist dann aber cool, ne? Das sagt sich jetzt ehrlich. Das Ding? Das Vorderachse gefällt mir nicht. Das ist viel zu tief. Ja. Aber der war auch geil. Stimmt, lass mal gucken. Braun sein, glaube ich. Der Innenraum muss schon nicht mal so wild haben. Finde ich gar nicht so geil. Sieht aber auch ziemlich geil aus. Echt? Ich meine, die sitzt halt nur auf dem weißes. Nee. Armaturenbrett ist geil. Arsch. Oh, raus. Und die Farbe ist halt. Die Farbe ist einfach nur bizarr. Oh. Meinst du das Taxi da? Ja. Ah. Hier, das sieht schon geil aus. Kannst du aufhören, hier irgendwie Müll zu verteilen? Hallo, arbeiten Sie hier? Ja, ich hab sowas weg für dich. Bitte schön. Die Gasen streift. Ach so. Ich seh dich da, Björn. Nein, du. Das ist meine Frau, ja genau. Ja, das ist dein Wort.
Da sehe ich, da seh ich aber eher dich drin, ne? Ja, ja, ich kann ja. Guck mal das. Samore, amore. Diese Leitungen nicht auch einfach in die andere Richtung abwickeln könnte und innen drin reinpacken hätte können. Damit das nicht herausguckt, ne? Ja. Könnte sein. Aber Passantenschutz ist ja auch kleingeschrieben. Ja, es ist ja mit dem Spoiler, ja. Kein TÜV. Kein TÜV. Das ist nice. Eine Zusammenfassung. War gut, auf jeden Fall. Was war dein Highlight? Alles? Alles. Tim? Neue Pullover. Ich würde sagen, neue Pullover. Der Pullover des kleinen Jungen. Der Golf vom JP, der Golf 3 und der, ja, der Silvia, also der SSS 206. Ja. Der JDM Muscle Car, den jetzt rum zum Bau. Schon ziemlich geil. Toll, ist, ja. Ja. Ich, der Golf war eine Passat 32B Variante. Nein, ah. Der Ethanol BMW, den, ja, fand der ich war auch ziemlich geil. Den fand ich am geilsten, ja. Ja, aber da wir ja alte Leute sind und die wollten unbedingt nach Hause, ich hätte schon eine Runde drehen können. Ne? Tim ist der Einzige, der mit mir durchgehalten hat. Die beiden Wir fahren euch gleich zum Altenheim, ja. Keine Ahnung, ich schaff das halt nicht mehr. Das ist halt so viel gelaufen. Und es wurde jetzt auch echt ein bisschen voll. Ja, es ist halt unglaublich jetzt voll. Jetzt ist es voll. Jetzt ist es rappelvoll. Also sonntags, mittags ist die beste Zeit, wenn ihr kuscheln wollt. Ne? Ja. Also wo wir angekommen sind, da war es echt noch okay. Da konntest du auch überall schön langlaufen, überall noch in Ruhe relativ gut gucken. Ja. Aber jetzt war es schon so voll, da macht es auch echt Spaß mit. Ja, das ist richtig. Ja, taktisch, wenn du dir wirklich alles anschauen willst, ist eigentlich immer noch in der Woche. In der Woche, morgens hinfahren, ja. Hast du eine Ruhe, ja. Ist einfach so. Du kannst auch schön alles hier angucken. Wenn du es unbedingt sehen willst. Ja, wenn du es unbedingt sehen willst, dann kriegst du es auch irgendwie. Nächstes Jahr kann man das auf jeden Fall überlegen. Ja, so haben bestimmt alle. Ja, mal gucken, was ich überhaupt alles reinstellen kann wegen der Musik, weil das lief ja überall Musik. Und das wird vielleicht ein bisschen kritisch. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht habt ihr dann auch ein paar Szenen, wo ihr nur die Autos seht. Weil Björn hat schon ein paar gefilmt, ne? Ja, schon mal am besten gegeben. Ja, ich weiß, ihr könnt die kaum sehen, weil es da zu hell ist. Aber wir warten jetzt erstmal am Bus und dann fahren wir mal hoch rein. Gucken. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Und wir werden jetzt das nächste machen hier. Ich zeige euch einen kurzen Hinblick, was hier im nächsten Video quasi kommen kann. Und zwar ist es die Hinterachse vom E30. Das hätten wir auch gemacht, wenn ich nicht von der Messe einen Tag später mit Corona zurückgekommen wäre. Ich lag wirklich eineinhalb Wochen flach im Bett und konnte nichts machen. Es war so schlimm. Also mich hat es wirklich komplett aus dem Leben gekickt. Ich wünsche es keinem. Ich hoffe, dass euch das Video trotzdem irgendwie gefallen hat. Ich habe die meisten Sachen quasi ungecuttet gelassen. Also schon, nur keine Musik oder was auch hinter, dass ihr das auch drumherum so ein bisschen mitkriegt. Auch keine Stabilisierung, gar nichts. Einfach so, wie wir gefilmt haben, so wie wir das gesehen haben, habe ich es drin gelassen. Und ich hoffe, dass euch dieses, ja, mehr so Raw-Zeug besser gefällt oder gefallen hat. Aber jetzt, Dankeschön fürs Video gucken und fürs dabei sein und für den Support über das ganze Jahr. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Nicht vergessen, kommentieren, liken, abo. Tschüss!